Hallo, hier ist euer Silberfuchs. Heute eine kleine Aktualisierung, da ich euch ja immer nur zeigen kann, was ich auch habe. Heute geht es ein bisschen genauer um den Australian Koala. Eine sehr schöne Sammler- und Anlagemünze. Hier seht ihr das Motiv von 2012. Der wird gebräuchlicherweise in einer Unze Feinsilber 999 herausgegeben. Allerdings gibt es den auch in verschiedenen anderen Größen. Ich habe ihn euch bereits vorgestellt. Hier seht ihr nun verschiedene Jahrgänge und verschiedene Motive. 2013, der 2014er, das Close-up, das gefällt mir nicht ganz so gut, aber ist jetzt auch in meine Sammlung eingegangen. Ihr seht links unter seinem Ohr das kleine P, das ist auf jedem Jahr auf dem Motiv drauf. Das steht für die Perth Mint in Australien, die ausgebende Münzprägeanstalt. Und das ist der aktuelle 2015er. Den finde ich jetzt wieder etwas hübscher vom Motiv her. So, was immer gleich bleibt jedes Jahr, da Australien zum Commonwealth gehört, die Rückseite mit dem Konterfei von Queen Elizabeth II. Und der Nennwert 1 Dollar. Der Koala wird seit 2007 herausgegeben, ist als Anlagemünze eigentlich sehr gut geeignet, hat vielleicht auch Sammlerpotenzial. Es gab schon erste Jahrgänge, die eine ziemliche Wertsteigerung erfahren haben. Die Auflage der Münze, die ist unbeschränkt. Das heißt, die wird so lange geprägt, wie Nachfrage besteht im Ausgabejahr. Und den gibt es auch in einer halben Unze, in einer Zehntelunze, in einigen Jahrgängen. Dann 5 Unze, aber immer nur in polierter Platte und limitierter Auflage. Was interessant ist für Anleger von größeren Werten, sind die 10 Unzen und die 1 Kilo Münzen. Die 10 Unzen, die sind zum Teil bei älteren Jahrgängen nur in ein paar tausend Stück aufgelegt worden. Allerdings die 1 Kilo Münzen, die eignen sich sehr gut als Silberbarren-Alternative von 1 Kilo Größe. Warum? Zum Teil sind die preislich sehr attraktiv, wie auch die 1-Unzen-Münzen. Die bekommt man im Prinzip immer einzeln gekapselt, also eher nicht in Tubes. Aber die bekommt man auch relativ nah am Spotpreis, also wenn man sie vergleicht mit anderen Sammlermünzen. Von dem her sind sie schon eher Anlageobjekte vom Anschaffungspreis, jedenfalls im Ausgabejahr. Und die 1-Kilo-Münzen, die haben das gleiche Motiv, den größeren Nennwert natürlich für 1 Kilo entsprechend, da die Münzen ja alle offizielles Zahlungsmittel in Australien sind. Und die 1-Kilo-Münzen, die sind preislich praktisch gleich auf mit gleich großen Barren, aber schwerer zu fälschen, aufwendiger und daher auch eher Sammlerobjekte und ein bisschen sicherer als vergleichbare Silberbarren. So, das war's von mir für heute. Euer Silberfuchs.